So, Freunde, wir haben ein neues Format. Ich möchte einige Worte dazu verlieren im Anfang. Und zwar, kennt ihr das? Ihr seid auf eurer Lieblings-Dating-Plattform YouTube unterwegs. Und dann kriegt ihr da so einen Freundschaftsvorschlag von einem hübschen Spiel. Und dann denkt ihr so, gucken wir mal das Steam-Profil an und gucken mal, ob das real oder fake ist. Und ihr seht es schon im Hintergrund. Ich bin über ein Video von Apfelnudel. Der macht immer so Survival-Videos, so Reviews, Feedback. Der ist auch so ein Liebhaber von dem Genre, genauso wie ich. Ich liebe Survival-Games. Und wir haben bis jetzt immer noch keins gefunden. So, das letzte, was wir getestet haben, war The Day Before. Und wir wissen alle, das war ein absoluter Reinfall. Und jetzt habe ich in seinem Video, der hat irgendwie mehrere Survival-Games, so seine Top-10-Liste, auch mit Steam-Charts so zusammengefasst. Und da ist mir ein Spiel ins Auge gefallen, und zwar Surround Dead. Das hat so ein bisschen so Comic, pixelige Grafik, also eher so, ja, ein bisschen kantiger, dafür dann aber farbenfroh. Und dann habe ich mich belesen. Und das soll, ich weiß nicht, ob den Leuten so Project Zomboid ein Begriff ist. Das ist auch ein Survival-Game, was eigentlich jedes Feature bietet, was man sich bei einem Survival-Game erhofft und sich wünscht. Ich kann es dir mal zeigen im Hintergrund. Wenn wir hier über Community-Hub gehen. So sieht es halt auch ungefähr aus. Das ist so Sims-Survival-mäßig. Ne? Aber man kann da mit jedem Gegenstand interagieren. Man kann in jedes Haus rein. Man kann das Haus so befestigen und so weiter. Und jetzt habe ich hier ein Spiel entdeckt. Surround Dead. Und das soll eigentlich alles das beinhalten in einer etwas schickeren Grafik als Project Zomboid und in Third- bzw. First Person. Und das ist das, was wir wollen. Normalerweise bin ich eigentlich nicht für dieses Spiel. Dann gehen wir mal auf die Shop-Seite. Bewertung. Da kann sich von sowas träumt The Day Before. Das ist natürlich eine 1A-Bewertung. Das Ding ist im Early Access. Ist vielleicht so ein bisschen Manko. Aber hier steht Einzelspieler. Eigentlich wäre das sofort Red Flag. Und das Date wäre niemals zustande gekommen. Habe ich gedacht, aber das Date kostet mich nur 6 Euro. Ich habe es gekauft. Geht bis zum 4. Januar, dann kostet es wieder 12. Aber selbst 12 Euro ist halt nichts. Und die haben einen sehr belebten Discord. So. Ich bin hier im Discord von denen. Und hier gibt es so mehrere Reiter, zum Beispiel auch Polls. Abstimmung. Bedeutet, während das Spiel jetzt hier noch in der Entwicklung ist, werden halt solche Sachen gefragt, die den Entwicklungsfluss maßgeblich entscheiden. Zum Beispiel, should muzzle attachments bzw. suppressors, also Waffenaufsätze wie Schalldämpfer oder, muzzle break, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, eine Haltbarkeit haben. Ne? Also, dass die durch Nutzung dann abnutzen und du die irgendwann erneuern musst. So, und jetzt hat die Community natürlich die Möglichkeit, hier abzustimmen. Ja, nein. Die meisten stimmen momentan noch für nein, genauso wie ich. Ist eine geile Sache. Also sehr transparent. Du hast die Möglichkeit, auf die Spielentwicklung mit einzugehen. Plus, und jetzt ist eigentlich was diese Red Flag zu so einer bisschen Blue Flag macht, beziehungsweise fast schon zu einer Green Flag, ist halt Folgendes. Jetzt muss ich das auch mal finden. Wir haben nämlich hier eine Roadmap. Und dort wird dann halt gesagt, there is no release date for multiplayer apart from that. It is continually being worked on. Check on Trello for more details. Und wenn ich hier auf den Link klicke, dann kriegen wir hier so eine... Ja, so einen Entwicklungsstatus für den Multiplayer. Das heißt, grün ist alles, was erledigt ist. Rot ist noch nicht gestartet. Beziehungsweise hier, rot bedeutet, wenn ich hier raufgehe, noch nicht gestartet. Passive Skills und UI. Braun ist gerade in der Entwicklung. Das heißt,
die entwickeln gerade einen Multiplayer für dieses Spiel. Und das, ich glaube, das würde dieses Spiel für deutlich mehr Leute interessant machen. Nichtsdestotrotz, das war jetzt die Introduction zu dem neuen Genre-Titel First Date. Und zwar gehen wir jetzt mit Surround Dead auf ein Date und gucken mal, wie der Charakter so von dem Spiel performt und ob wir zusammenpassen. Ja, der Hintergrund ist, ihr kriegt jetzt die ersten Minuten mit. Ich habe das Spiel noch nicht einmal gestartet. Ihr sollt eine ungefilterte Meinung davon kriegen und einen Eindruck auch davon kriegen, wie das Spiel performt. Lässt sich das starten? Gibt es Bugs beim Starten, beim Spielen, beim Einstellen, beim Reinkommen und sich zurechtfinden in das Spiel? Und lange Rede, kurzer Sinn, ich drücke auf Spielen. Spielen. Erste Achievement unlocked. Press any key. Tip. Watch out. Boss Zombies have better sight than their smaller counterparts. Okay. Na, ihr seht, oh, wir sind starten auch gleich rein. Ich glaube, das ist ein Tutorial tatsächlich. Ihr seht schon, ne? Die Grafik ist so ein bisschen kantig. Ins Gesicht gucken können wir dem aber nicht. Was haben wir hier? Na gut, wir machen erstmal das Tutorial. WASD to look around. Genau. Okay, können wir. Press Inventory Button, Default Tab. To access your inventory, try picking up items mit F. Moving them around in your inventory. Equip the knife by dragging it to melee weapon box. Okay. Aha. Guck mal, jetzt haben wir hinten am Gürtel das Messer. Hier kann ich das ziehen. Okay, was haben wir hier? Oh, Backpack. Kann ich hier schon irgendwas kaputt machen? Pick up these items. In inventory, right click the item to press either drink, consume or use, depending on the item. Can openers are required for canned meals. This will keep your hunger, thirst and health up. Und gerade das mit diesem Dosenöffner und dieses consume, drink or use, diese Auswahlmöglichkeiten, die kennen wir halt auch aus Project Zomboid. So, wir gucken mal. Wir sind aber alles auf 100%. Jetzt kann ich hier Rechtsklick machen, Inspect. Dann zeigt er mir wahrscheinlich die Füllmenge. Oder ähnliches. Wie sieht es hier aus? Hunger 20. Okay, das ist wahrscheinlich, was das stiehlt, ne? Das sehen wir hier aber auch in der Short-Anzeige. Okay, wir gehen weiter. Mit Shift ist Sprinten, ganz normal. Interact with these, with the container inside, then head back into the red trail. Mhm. Gedrückt halten. Left Shift wäre Quick Search. Guck mal, jetzt haben wir hier eine Heavy Jeans. Guck mal, mit Steuerung Linksklick kann ich die rüberpacken. Das ist ein sehr geiles Quality of Life Feature, ehrlich gesagt. Guck mal, Handschuhe. Okay, was ist überhaupt? Money Pocket können wir auch nicht ansehen. Okay, das hat auch Taschen, das heißt, ich könnte es open. Okay, ich habe hier jetzt in einem Code auch noch Taschen drin und da kann ich Taschen wieder reinpacken und Sachen. Okay, das ist schon mal cool. Glasses können wir anziehen. Alkohol wahrscheinlich zum Desinfizieren. Rip Clothing. Okay, dann können wir Stoff herstellen für Bandagen wahrscheinlich, ne? So, haben wir blau und in grau einmal. Okay. Was wäre okay, Quick Search. Kann fehlschlagen. Was haben wir hier? Antibiotikum. Da unten habe ich schon eine Taschenlampe gesehen und Batterien tatsächlich.
Oh, guck mal, jetzt haben wir hier schon Small Backpack. Ich kann jetzt den Backpack in den Backpack packen. Und hier haben wir auch wieder eine Taschenlampe, ein Eyepatch. Können wir erstmal aussehen wie unser Bundeskanzler. Ist auch in Ordnung. So, Flashlight. Kann ich hier unten reinziehen? Okay, dann Granaten, Kompass, ein Haken zum Angeln wahrscheinlich. Eine Karte. Dann haben wir noch keine Karte, müssen wir erstmal eine finden. Drück mal M. Okay, wir haben doch eine Karte, aber da ist noch nichts eingetragen. Okay. Okay. Sleep in bag. Sleep in this, these to skip the night or set a spawn point. Press journal to check the time and other details. Dann drücken wir mal J. Okay. Mein Name ist John Doe, bla bla bla. Hier so eine kleine Statistik, was wir getötet haben, wie lange wir überlebt haben, wie viel wir gereist sind, Uhrzeit, Jahreszeit, Tag und Monat, Skills. Ah, ich kann skillen tatsächlich. Das ist erstmal sehr überschaubar. Und, Reloading. 0 von 500. Das heißt, desto öfter wir etwas tun, desto mehr verbessern wir uns da. Guck mal hier. Scavenging, das heißt wahrscheinlich Container looten, ne? Quests, okay, go to the Valley Safe Zone. Das ist auf jeden Fall schon mal cool gemacht. So, ich schlafe hier jetzt wahrscheinlich erstmal drin, das wäre ganz gut. Okay, kann ich nicht, weil ist auch nicht Nacht. Das Flashlight und die Batterien nehmen wir auch noch mit und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Oh, Zombie ahead, equip melee, default 4. Hold right click to enter melee mode and left click to attack it. Luckily it won't attack yet. Okay, das heißt, es ist wie so eine Strohpuppe. Das heißt, wenn wir so links klick drücken, passiert noch nichts. Aber wenn wir rechts klick drücken, sind wir in dem melee mode. Okay. Ist also fest geworden. Oh. Okay, wir haben oben eine Health-Anzeige und wir kriegen Schadenszahlen. Okay, jetzt kann ich. Aha. Book. Random Junk. Useless but could sell. Das heißt, es gibt anscheinend Händler in diesem Spiel. Schon mal gut. Pick up the items. Make sure to always load up your magazines. Drag the correct rounds onto the weapon magazine in the inventory. The mag should have 30 out of 30 rounds now. Okay, das heißt, wir haben hier 5, 6 Munition und die ziehen wir jetzt auf. Ah. Die hat doch 5, 5, 8, da ist nichts drin, ne? Ah, okay, 90 Schuss. Okay, ein Bolzenschneider. Das heißt, wir können die Schuss auf das Magazin, in die Waffe oder die Waffe und dann einfach R drücken für Reload. Ja, macht Sinn, ne? Steht hier auch. Also das ist sehr, eigentlich bräuchte man das nicht, weil jeder, der so ein Spiel schon mal gespielt hat, zumindest ähnliches, der weiß, wie das funktioniert, ne? Das heißt, Rechtsklick und dann Shoot, okay. Und wieder Zombies, so, zack. Also die Maus ist ein bisschen empfindlich noch. Jetzt ist natürlich die Frage. Steht 0 von 30. Gut. Mhm. Noch eine Waffe. Okay, einmal aufgebrochen, dann kommen wir da immer wieder ran. Dann müssen wir es nicht nochmal aufbrechen. Das haben solche Spiele halt auch immer gerne, dass man, auch wenn man schon Sachen geknackt hat, das dann immer doppelt und dreifach machen muss. Der hat nichts. Gucken wir hier nochmal. Okay, Sharp Blade. 9mm Rounds. Das ist schon mal geil. So, ja, das haben wir erledigt. Ich würde einfach mal dem Weg hier weiter folgen. Das sind auch schon die nächsten Hinweise. Kann ich hier irgendwie pflanzentechnisch was looten?
sieht alles immer so nach Pflanzen aus, die man eventuell looten kann. Enter the radiation area. Okay, also hier ist... Oh, jetzt wird es auch neblig. Wir haben hier Anti-Radiation-Pilz, einen Filter und eine Maske. No Filter. Oh. Filter, Maske. So, jetzt steigt die Radiation nicht mehr an, aber wir haben schon richtig viel Schaden davon gekriegt. Das geht relativ schnell. Wir benutzen mal jetzt die Radiation-Pilz, können das aber nicht zu 100% restoren. Pick up the mask. Drop the radiation filter onto the mask. Stop the radiation damage. Take the pills to increase radiation resistance. Don't die. Okay, das haben wir jetzt schon gemacht. So, jetzt haben wir hier einen Bunker. Was haben wir hier? FOB Bravo Keycard. Und read note. You can find notes around the world that could lead you to find the keycards and doors for bunkers and other locations dotted around the map. Stop reading. Okay. Okay, jetzt haben wir Bunkertür geöffnet, das hat uns XP gegeben. Okay, Steuerung ist halt Schleichen. Ich mach mal hier den Quick Search. Okay, das schlägt dann manchmal fehl. Okay, das bedeutet, das heißt, umso besser unser... Oh, eine AK, eine Shotgun, okay. Da haben wir unser erstes Attachment. Das kommt hier auf die untere. Und Red Dot kommt oben rauf. Magazin hier hin. Passt das noch in den Rucksack? Ja, perfekt. Oh, dann haben wir den hier. Rip. Zack. Den hier. Rip. Können wir den anziehen? Im Container in der Tasche, ne? Das ist Security Container. Kann ich den hier hinpacken? Oh. Open. Kann ich den nur auf Backpack packen? Ach, nee, Torso, oder? Black Shirt. Ah, okay, der tauscht das so nicht aus. Den können wir auch öffnen. Da sind jetzt die beiden Waffen noch drin. Das können wir auch rippen. Ein bisschen mehr Platz. So. Secret Intelligence Laptop. Alles klar. Öffnen. Also wir können anscheinend Rucksack in Rucksack packen. Das ist ja schon ziemlich geil irgendwie. Military Gloves. Das heißt, wir haben hier schon mal ein Upgrade. Ja, okay. Oh, ein Foregrip. Das heißt, also das finde ich zum Beispiel geil, ne? Dass du die Möglichkeit hast. Jungle Boots, Office Shoes. Wir nehmen die Jungle Boots. Oh, was war das? 40er Mosin Clip. Das heißt, es gibt hier auch eine K98 wahrscheinlich. Als Waffe. Und wir haben die M4, Red Dot und einen Griff. Einen vertikalen Griff. So. Jetzt haben wir auch das Polizeihemd hier an. Stark. Wieder eine Tasche. Open Backpack. Passt die hier noch rein? Ja. Tasche in Tasche. Sidearm. Okay. Oh. Eine Glock mit Extended Magazine. Also an sich. Das, was wir bis jetzt schon looten konnten. Und die kann ich. Kann ich die. Wie drehe ich die denn? Kann ich die irgendwie mit Shift oder Alt oder irgendwie so? So senkrecht drehen. Geht das? Inspect. Ja, ah.
R ist logisch, für Rotate, ne? So, Military Jacket, das ist natürlich ein Upgrade, weil es irgendwie episch ist. Das heißt, es gibt hier auch so... Aha, Hunger Consumer. Wir haben auch Durst langsam. Ich trinke mal hier... Okay, ja, Hunger haben wir auch. Konsum. Kompass, wichtig. Schwarze Stiefel. Pockets. Packe ich die Stiefel in die Taschen einfach. Vektor-Magazin. Das heißt, es gibt auch eine Vektor. Also, oh, hier konnte man nochmal runterscrollen. Ich hoffe, ich habe bei den anderen Sachen nichts vergessen. Ich bin doch richtig langsam im Looten, ne? Wieder den nächsten Backpack. Ach du Scheiße. Open. Oh, der braucht richtig Platz. Der braucht richtig Platz. So, warte mal, können wir das hier irgendwie so, dann so, dann packe ich den da rein, dann öffnen wir den und dann packen wir das da rein und das da rein und dann müssen wir, wenn wir irgendwo mal ein Lager aufschlagen, müssen wir das alles wieder irgendwo hinsortieren. Military Jacket. Oh, Military Boots. Das da sind wir jetzt auch aufgestattet. Wir haben Hunter Scope, wir haben eine Sniper gelootet, noch ein Kompass. Ich nehme auch gerade einfach alles mit, ne? Und was haben wir hier? Marksmanship Volume 1 bis 3. Once read gives a times 3 multiplier to specific a passive skill until level up. Okay. Sowas gab es halt auch im Project Zomboid, ne? Da konnte man die ersten 2-3 Tage gab es noch Strom und da wurde auch noch Fernsehen übertragen. Und da konnte man sich Kochshows zum Beispiel angucken, um seinen Kochskill zu verbessern. Ja. Man kann hier, also ich find's witzig. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht noch irgendwann ändern. Aber dass du so Backpack in Backpack stapeln kannst, ist ein bisschen unrealistisch. Stört mich aber allerdings nicht bei dem Spiel. So, das haben wir jetzt alles gelootet. Und da konnte man dann auch Videos und Zeit... Okay, da können wir nicht rein. Also es ist nur dieser Raum gewesen, wo wir hier ein bisschen looten konnten. Und konnten hier schon mal eigentlich fette Upgrades holen. So. Carry on this way after exiting the bank. Okay. Da konnte man halt bei Project Zomboid Zeitschriften finden. Natürlich, das Ausüben einer gewissen Tätigkeit, wie Kochen oder Angeln zum Beispiel, increased dein Skill. Aber du konntest dir halt auch so einen Multiplayer oder vielleicht ein bisschen Skill erlernen durchs Lesen von Zeitschriften und Gucken von Videos und so weiter. Deswegen ist da schon der Vergleich, dass es so ähnlich ist wie Project Zomboid. Ziemlich nah, außer dass es hier noch keinen Multiplayer gibt. So. Was haben wir hier? Okay, ein Generator. Wir haben also. Für eine Kettensäge vielleicht. Also man kann hier auch Building machen. Das wusste ich tatsächlich nicht. Im Vorfeld. Watchtower. Storage Gate. Door, Bunker Doors. Gunlocker. Armor Crate. Tents. Und halt Walls, ne? Und Doors. Wooden Barricade für Windows. Also man kann sich dann halt wahrscheinlich dann ein Haus, in einem Haus so verbarrikadieren. Buildables. So eine Crafting Bench, Weapons Bench, Cooking Fire, Beer Trap. Bear Trap. Eine Beer Trap wäre auch gut. Bunker Door. King Size Bed. Couch. Und auch nochmal ein Small Generator. Large Generator. Industrial Generator. Also. Okay. Warte mal. Hätte ich gesagt, wir sollen
Ja, wir sollen hier lang, okay. Ich bin das umlaufen quasi. Wir lesen das aber trotzdem nochmal durch. You can as well hold Z to access the radial menu. This allows you to do a range of different actions from whistling to opening your map. As long as you have the correct skills. Okay. Pfeifen. Distractions. Okay. Habe ich noch nicht gelernt. Okay. Da kann man so Zombies wahrscheinlich anlocken, weglocken, irritieren. I don't know. Such as wood or stone. Look for trees or rocks to harvest. Scrap metal. Look for burnt rusted vehicles the same color as this one. Each resource requires a different type of tool. Eine Feuerwehrmann-Axt. Ah, okay. Das heißt, wir haben hier auch so ein Loot-Menü wie bei PUBG beispielsweise. Dass wir... Container? Okay, kann ich... Nee, kann ich nicht. Ich muss den Container hier hinziehen. Dass wir quasi gucken können, was in unserer Umgebung liegt. Also hier über Vicinity. Und so dann die Sachen in unser Inventar ziehen können. Aber langsam ist mein Inventar halt voll. Weil ich hier auch Backpack im Backpack im Backpack im Backpack habe. Ich könnte hier vielleicht nochmal ein bisschen was aus meinem Main-Inventar hier rüberziehen. So ein bisschen mehr Platz haben. Rotate. Huch. So. Dann können wir Can-Opener behalten wir mal da. Baked Beans auch. Plastik. Okay, jetzt haben wir eine Empty Water Bottle. Das heißt, wir werden die wahrscheinlich auch refillen können. Bandage lassen wir auch mal da. Die Tabletten auch. Hier, Book. Ein Book. So. Vorschlaghammer, okay. Loot, okay, ein bisschen jetzt hier. Ja, wird schwierig. So. Dann haben wir hier ein kaputtes Auto. Das wir aber nicht einsteigen können. Und wir können es auch nicht looten. Oh, Scrap Metal. Ich die fallen lassen, okay. Dann ist die draußen und nicht despawned. Aha. Okay, das sind Heavy Hits. Wenn man gedrückt hält. Ist ein bisschen clunky. Muss ich zugeben, fühlt sich ein bisschen clunky an. Aber. Okay, Scrap Metal. Ich weiß nicht, wie lange wir und wie viel wir hier abtragen können tatsächlich. Aber jeder Schlag ist ein Scrap Metal. Ich denke mal. Ah, wir haben unten links auch eine Energieanzeige. Nehmen wir das mal auf. So, so. Ich glaube, das reicht auch erstmal. Wir wollen ja erstmal nur reinkommen und uns das angucken. Noch mehr Scrap Metal. Loot. Jetzt ist alles weg. I don't know. Vielleicht bin ich noch zu doof dafür. Base Building. Right click on the items in your inventory and click Place. To remove buildable, either press Interact F or scroll to the wheel. It says Pickup. Okay. Das heißt, wir könnten hier jetzt rein. Ich könnte jetzt hier Place. Okay, okay. Mit E und Q kann man das rotieren. Alles klar. Kann ich das hier irgendwo placen? Ah. Ein Zelt.
Loot kann ich da reinschmeißen. Das ist schon mal gut. Kann ich da auch noch mit andere Sachen mit dem Zelt machen. Pickup, Interact, okay. Was haben wir hier noch? Ammo Crate. Okay, Place. Ja, so rum ist richtig. Zack. Okay. Place. 5 Stück. Das heißt, wir könnten jetzt hier... Da müsste ich wahrscheinlich alles dann rausnehmen. Aber wir haben keinen Platz im Inventar. Okay. Ziemlich akkurat eigentlich, ne? Was haben wir noch? Crafting Bench. Ich glaube, das wird jetzt wird's interessant. Hm? Wenn das theoretisch unsere erste Base wäre. This one. Und this one. Building Bench. Ah, okay, hier steht, was wir craften können. Auf der Building Bench können wir so... Ah, okay, Logwire... Da können wir die Waffen schmieden, ein Campfire, ein Cooking Fire, Kisten, Walllight, Ceiling Light, ein Kühlschrank. Okay, das heißt, wir können Sachen in den Kühlschrank packen, damit sie länger haltbar sind. Theoretisch, wenn wir einen Generator wahrscheinlich auch noch haben. Gunlocker. Okay, das heißt, hier kann ich... Barricade Metal Door. Okay, hier kann ich alles Mögliche craften. Garage Door. An so... Ja, okay. Ja, was man bauen kann halt. Building Bench, ne? Weapon Bench. Und ich glaube, das ist halt noch nicht alles. Wir müssen erstmal Sachen freischalten wahrscheinlich. Ah. Turret. Turret Gun, Scrap Metal, Gas Can. Rounds, Electronic Wire. Und dann kann ich hier ein Turret bauen, okay? Rounds, okay. Bullet Casing, Gunpowder. Okay, da gibt es jetzt nicht unterschiedliche Bullet Cases. Das heißt, ich kann mit Bullet Cases und Gunpowder jede Art von Munition herstellen. Bullet Casing kann ich machen aus Scrap Metal. Das kriegen wir von dem Auto. Molotov Cocktail, Pipe Bomb, Noisemaker. Okay, Crafting Bench. Hier kann ich die anderen Benches machen. Oder auch eine Bench. Yeah. Rope, Lockpick, Nails. Ach, das sind so alles so Utensilien, die man braucht. Was ist das denn? Wooden Body Armor, okay. Fishing Rod. Also ich glaube noch nicht, dass das alles ist, was wir craften können. Ich glaube, das schalten wir alles nach und nach frei. Weil hier ist ja auch deutlich mehr Wooden Gate. Watchtower, den placen wir mal hier. Also, dass hier Building in dem Game ist, finde ich schon mal eine geile Sache. Okay, dann settet ihr auch gleich auf der Ladder. Okay, dann können wir uns hier mit unserem 4x-Scope... Zieht er da schon mehr rein als mit dem anderen? Oder muss man... Was bringt so ein 4x-Scope eigentlich? Improves the vision and accuracy... Accuracy of your weapon. Okay. Das heißt, anscheinend können wir nicht irgendwie weiter reinzoomen. Habe ich zumindest jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie weitergeht. Doch, ne? Der zoomt weiter rein, oder? Ja. Ups. Wir können das ja mal mit dem dicken Scope hier ausprobieren. Und open. 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 Ich finde es auch schön, dass ich das alles verschieben kann. So, jetzt können wir das hier wegschmeißen. Das hier reinlegen. Und dann nehmen wir uns die
Sniper und packen da das. Damit kann ich jetzt auch nicht weiter. Also scheint nur was eine Auswirkung auf die Präzision zu haben. Es sei denn, ich habe die Taste noch nicht gefunden, womit man richtig heftig ranzoomen kann. Mittlere Maustaste ist anscheinend auch nochmal ranzoomen. So, nächster Step. Wir wollen hier auch ein bisschen mehr sehen noch. Skills, Passive Skills. Skills in the Journal haben wir ja schon gesehen. You can access the skill tree, unlock new skills via leveling or killing bosses. Passive Skills above the skill tree. There are passive skills do in-game activities to improve your abilities. Das haben wir auch schon gesehen. Das heißt, hier oben, alles, was wir tun, wird hier geskillt. Das heißt, umso mehr Sachen wir durchwühlen, umso schneller und besser durchwühlen wir Sachen. Und hier unten haben wir den Skill Tree. Ich habe aber noch keine Points. So, wie komme ich hier raus? Wieder mit J. Weiter geht's. Vehicles. Head this way for vehicles. Once finished, come back here. Okay. To exit tutorial. Wir gucken uns dann nochmal die Autos an und dann sind wir eigentlich schon durch mit dem Tutorial. Ich dachte, wir werden gleich einfach so reingeschmissen ins Game. Vehicles can be found around the map and must be repaired and refueled to keep them in working condition. Okay. Also wir müssen sie tanken und reparieren, damit sie weiterhin funktionieren. So. To repair, head to the engine with a repair kit in your inventory and press interact. To refuel, head to the left rear side of the vehicle. Linke Seite, okay. Vehicle with a care scan in your inventory and press interact. Wieso denn left? Oh, okay. Ich packe jetzt mal erstmal ein paar Sachen weg. So, Gas und Repair Stuff. Sieht man hier den Tankstutzen? Okay, den sieht man hier nicht. Aber ich kann es jetzt betanken. Sedan. Get in damaged Sedan. Okay, der ist jetzt voll getankt. Vielleicht hätte ich den erst reparieren sollen. Okay, Repairing Vehicle. Also bis jetzt hört man noch nicht viel, ne? Wir haben noch keine Musik, noch gar nichts. Gucken. Hier Musik Settings. Audio, Musik. Ist eigentlich alles aufgedreht. Okay, jetzt haben wir unten rechts. Oh, warte mal. Eieiei. Jetzt haben wir unten rechts eine Anzeige. Ist natürlich geil, ne? Dass ich die ganze Zeit hier mit meiner Cam so rumwusel. Warte mal. Ich ziehe das Ganze mal hoch, wenn ich könnte. Ist locked. Jetzt nicht mehr. So. Jetzt seht ihr, die Gesundheitsanzeige und Radiation. Toll, habe ich gut gemacht, ne? Macht nichts. Ich glaube, das kriegen wir auch so hin. So. Wie bremse ich? Leertaste bremst, aber ich habe keine Möglichkeit zu driften. Aber man hört schon, das macht schon Krach, ne? So, mit F steige ich wieder aus. Okay, okay. Geht von alleine aus. Haben wir hier was im Kofferraum? Haben wir noch gar nicht geguckt, ne? Aber wir haben auf jeden Fall einen Storage, den wir nutzen können. Okay. Das ist auch geil, ne? Hat der jetzt größeres Storage? Natürlich geil, so ein Auto, ne? Also, okay. Okay, okay. Leaving this area, taking you to the main menu. Okay, das heißt, wir haben das Tutorial jetzt durchgespielt.
War witzig. Ich dachte, wir wären gleich reingeschmissen. Aber dann pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Machen wir einen Zweiteiler draus. Tipp. Don't like the third-person camera. You can change the vertical and horizont. Okay. Okay, jetzt sind wir im Main-Menü. Modes. Shooting Range. Vehicle Playground. Tutorial, das haben wir gespielt. Okay. Sick. Also das Tutorial spielt natürlich nicht das reelle Gameplay wieder. Und deswegen würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war's mit dem Tutorial. Wir machen jetzt einen Zweiteiler draus. Ich werde noch einen zweiten Teil aufnehmen, dann ist die Kamera gleich an der richtigen Position. Und wir gehen rein ins Main Game nach dem Tutorial. Und ja, sagt mir mal bitte, wie es euch bis jetzt gefallen hat. Spricht euch sowas an, auch wegen der Grafik, weil das jetzt natürlich keine Unreal Engine 5 fette Mega-Grafik. Aber ich finde die eigentlich ganz passend. Und wenn es das Entwickeln oder ja, das Entwickeln eines Multiplayer-Modus beziehungsweise die Performance steigert in dieser Grafik, dann bin ich damit absolut zufrieden. Bin ich absolut zufrieden. Wir sehen uns im nächsten Teil. Haut rein. Peace.